Hey Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir haben das große Finale der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! GX erreicht. Den Aufstieg der Heiligen Ungeheuer. Nachdem wir viel Zeit investiert haben, um die diversen Schattenreiter zu besiegen, ist es dem Bösewicht am Ende scheißegal. Der holt sich die Heiligen Ungeheuer. Trotzdem hätte man sich die ganze Sache mit den Spirit-Schlüsseln echt sparen können. Ah, na gut, was sein muss, muss sein. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das Spiel zwei der Schattenreiter rausgekürzt hat. Wir hatten Night Shroud, das war der erste. Danach kam Camulla. Camulla hat tatsächlich sogar drei Duelle gehabt. Camulla hat nämlich erst Crowler und Zane besiegt, bevor sie dann gegen Jaden angetreten ist. Was wir ja im Rahmen dieses Let's Plays auch nachgespielt haben. Dann der dritte Schattenreiter war Tanya. Tanya hat Bastion besiegt und dann gegen Jaden verloren. Damit waren dann also schon mal drei der Schlüssel weg. Vier, wenn man den von Banner mitzählt, der ja quasi von Anfang an verloren war, weil Banner ja selber einer der Schattenreiter war. Dann allerdings kamen zwei Schattenreiter, die jetzt hier ausgelassen worden sind. Nämlich zum einen Don Saluk mit seinen Schattenskorpionen. Das wäre vielleicht auch ein interessantes Duell geworden. Don Saluk wurde nämlich tatsächlich dann auch von Chaz besiegt. Ich finde, Chaz kommt allgemein ein bisschen zu kurz hier. Es ist nämlich nicht immer nur Jaden, der den Tag rettet. Auch Chaz hat einen Schattenreiter besiegt, genauso wie Alexis einen besiegt hat. Und nach Don Saluk kam Abydos, den sie auch ausgeschnitten haben. Dann sollen sie nicht von sieben Schattenreitern reden, wenn sie uns nur gegen fünf antreten lassen. Meine Meinung. Das hat Yu-Gi-Oh! Tech Force damals, also der erste Titel, besser gemacht. Da musste man tatsächlich gegen alle sieben Schattenreiter antreten. Tech Force erzählt nämlich auch die erste Staffel von Yu-Gi-Oh! GX nach quasi. Und zwar eigentlich ziemlich cool. Also in drei Phasen unterteilt. Da muss man in der ersten Phase, also in Tech Force geht es um Tag-Duelle, ne? 2 gegen 2. In der ersten Phase hat man 150 Tage Zeit, um sich mit diversen Charakteren anzufreunden, damit einer von denen dann dein Tag-Partner in einem Turnier wird. In der zweiten Phase dann das Turnier. Wenn du das Turnier gewonnen hast, kommen dann in der dritten Phase die Schattenreiter. War ziemlich cool. Machen wir vielleicht irgendwann auch mal als Let's Play. Ist natürlich von den Karten her schon sehr veraltet. Ist nämlich schon ein paar Jahre alt, das Ganze. Aber mal sehen. Im Moment haben wir ja mit Legacy of the Duelist noch viel zu tun. Und es ist ja auch angekündigt, irgendwann in diesem Jahr soll nochmal ein ganz großes Update kommen. Es ist allerdings noch nicht angekündigt, was dieses Update beinhalten soll. Und jetzt habe ich hier schon ein paar Minuten rumgequatscht und wir haben die eigentliche Folge und das eigentliche Duell immer noch nicht begonnen. Also sollte ich vielleicht aufhören, Zeit zu schinden und einfach in den Endkampf einsteigen. Der wahre Anführer der Schattenreiter offenbarte sich als Kage Maru, also im Prinzip Schattenmensch. Maru ist immer so eine männliche Form, also eine Vermännlichung. Kann man als Mann oder Mensch oder sonst was übersetzen. So grob übersetzt ist nicht die direkte Übersetzung, aber Maru ist ganz oft ein männliches Attribut und Kage sind Schatten. Dieser offenbarte sich als Kage Maru, der Leiter und Gründer der Duel Academy, der schon allein aufgrund seines Namens von Anfang an in das Schicksal, in die Rolle eines Bösewichts gepresst wurde und eigentlich gar keine andere Wahl hatte, als früher oder später zu versuchen, die Welt zu erobern, weil man das halt von ihm erwartet hat. Ja, schon als kleiner Pimpf. Du wirst mal die Welt erobern. Aber ich möchte doch eine Ballerina werden. Halt die Klappe! Er forderte Jaden zu einem Duell, in der Hoffnung, seine heiligen Ungeheuerkarten zu verwenden, um die Welt zu übernehmen. Ich baute diese Schule und jetzt bin ich zurückgekommen für meine heiligen Ungeheuerkarten. Ich hab mir eingepisst. Was? Ich dachte, ich hab mir eingepisst. Ich bin Kage Maru, Meister der Schattenspiele. Ich war es, der zuerst die Karten hier versiegelte. Ich war es, der Shepard die sieben Schlüssel gab. Der Idiot hat tatsächlich geglaubt, die würden irgendwas versiegeln. Dabei waren das nur irgendwelche wertlosen Buchstützen.
Er hat wohl nicht kapiert, dass 1. April war. Diese Schlüssel sind wertlos. Ja, sag ich doch. Um die Spirit Gates zu entriegeln, ist alles, was benötigt wird, Duellenergie. Energie, die aufgewendet wird, um diese Schlüssel zu beschützen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum diese Schlüssel überhaupt kreiert wurden und warum ich diese Karten überhaupt versiegelt habe, wenn wollte ich von Anfang an mit denen die Welt erobern oder ich habe Alzheimer, ich weiß das nicht mehr. Deshalb habe ich angeordnet, dass die besten Duellanten der Welt alle hierher kommen. Ich hoffte Jahr für Jahr, Klasse um Klasse, dass ein Student genügend Duel Spirit entstehen lassen würde, um die Macht der Karten freizuschalten, die ich selber damals, als ich diese Akademie gegründet habe, versiegelt habe, nur um dann drauf zu warten, dass sie irgendjemand wieder entsiegelt, um dann mit ihnen die Welt zu erobern. Hey, ich bin alt, ich bin ein Idiot, was willst du erwarten? Meine Schattenreiter wurden gesandt, um euch zu testen und nur einer bestand. Einer mit dem Potenzial, die heiligen Ungeheuer endlich zu entsperren und mir die Kraft zu geben, die Welt zu beherrschen. Yugi Muto! Mein Name ist Jaden. Was? Mein Gegner ist Jaden Yugi? Hä? Grob übersetzt. Du hast dich als der einzige Duellant mit der Macht bewiesen, die heiligen Ungeheuerkarten freizuschalten. Du hast bestimmt einen Cheatcode benutzt dafür. Und wenn du dich weigerst, werde ich dafür sorgen, dass diese Insel und jeder darauf in den Tiefen des Ozeans versinkt. Ich hab mir eingemacht. Das kannst du nicht wirklich getan haben. Doch, hier, guck. Ich kann alles mit diesen heiligen Ungeheuerkarten tun. Zum Beispiel auch einfach ein sehr muskulöser junger Mann werden. Weil Muskeln bei Kinderkartenspielen auch so einen großen Unterschied machen. Und ich werde im Rahmen dieses Spiels diese Verwandlung nicht einmal erklären. Um das zu verstehen, musst du schon die Serie gucken. Guck die Serie! Was? Tut mir leid, ich habe da gerade ein bisschen den Fokus verloren. Worum geht's gerade? Ach ja. Ich muss sagen, das originale Yu-Gi-Oh! Das guckt sich wesentlich zäher als GX. GX ist vielleicht so ein bisschen extrem abgehoben mit den Stories und wirklich so ein bisschen sehr, wie auch immer. Das macht 5Ds dann insgesamt wieder besser, finde ich. Weil es sich selber auch wieder ein bisschen ernster nimmt. GX ist, also die Duelle in GX sind dafür immer relativ schnell. Du hast eine, maximal zwei Folgen. Ich glaube, es gibt ein Duell, das tatsächlich drei Folgen geht. Das ist Jaden gegen Sartorius. Komm, wer Sartorius ist, da kommen wir später zu. Also, wenn man bedenkt, in der originalen Serie haben die Duelle teilweise 5-6 Folgen gebraucht. In GX hast du in zwei Folgen hast du so ein Duell fertig, spätestens. Die meisten sind in einer Folge fertig. Ja, es guckt sich wesentlich angenehmer, wesentlich schneller. Es gefällt mir. Also, es ist auch nicht so, dass diese Duelle wesentlich kürzer sind. Aber die gehen regelmäßig 16, 17 Züge. Ich habe nachgeguckt teilweise im Internet, wenn ich mir meine Folgenbeschreibung durchgelesen habe oder so, dann die Auflistung des Duells. Das sind da wirklich 16, 17 Züge oder sonst wie viel. Wie in den Originalduellen auch. Nur die machen das, die schaffen das wesentlich schneller, weil die sich mehr aufs Duellieren konzentrieren und weniger auf alte Prophezeiungen und Flashbacks und bla und blub. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Yu-Gi-Oh! Ist eine super Serie, wenn man sich mit der Prämisse anfreunden kann. Und ich finde auch Yu-Gi-Oh! Ist besser als GX, aber GX ist bei weitem nicht so schlecht wie man gemeinhin behauptet. Und überhaupt keine Hoffnung hatte ich ja damit für 5Ds, als ich gehört habe, Kartenspiele auf Motorrädern. Habe ich gedacht, ach du Scheiße. Aber ganz ehrlich, gut, ich kenne jetzt die beiden neuesten Serien, Sechsal und Arc V kenne ich noch nicht. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, 5Ds ist meiner Meinung nach, also von denen, die ich gesehen habe, die beste der Serien. Ist auch meine Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Serie. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn wir dann endlich das Ganze nachspielen. Es könnte allerdings auch damit zu tun haben, dass ich 5Ds im japanischen Original geguckt habe und die anderen beiden Serien in der englischen Übersetzung. Ja, über die englische Übersetzung und dementsprechend auch die deutsche Übersetzung habe ich ja schon mehrfach was erzählt. Ja, 4Kids halt, ne?
Stellt euch das so vor wie, ich weiß nicht, hat einer von euch mal die deutsche Version von Naruto gesehen? Dann wisst ihr, wovon ich rede. So, jetzt haben wir aber wirklich hier lang genug geredet. 10 Minuten sind schon um. Jetzt ist es endlich Zeit für ein Duell. Ja, im Original Yu-Gi-Oh! Haben sie mal gesagt, it's time to duel. In GX heißt es, get your game on. Ich weiß leider die deutsche Version davon nicht mehr. Das deutsche von der ersten Serie war, es ist Zeit für ein Duell, aber ich habe keine Ahnung mehr, was die in GX gesagt haben. Ich habe das deutsche GX habe ich wirklich nur sehr selten geguckt. Ich habe mir die Serie dann irgendwann in Englisch angeguckt. Das war, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau warum. Naja, egal. Wir haben ein ganz beschissenes Deck hier gerade. Eine ganz beschissene Starthand. Die Flöte der Kuribo-Beschwörung. Füge deiner Hand einen Kuribo oder geflügelter Kuribo aus deinem Deck hinzu. Oder beschwöre einen Kuribo oder geflügelter Kuribo als Spezialbeschwörung. Warum sollte ich das tun? Sabathiel, der Stein der Weisen. Dass die Schlüsselkarte für Jadens Strategie in diesem Duell. Diese Karte hat er nämlich tatsächlich von Amnael erhalten, quasi als die Karte, mit der er Kagemaru besiegen soll. Falls du ein geflügelter Kuribo-Monster in deinem Friedhof hast, zahle die Hälfte deiner Lebenspunkte, füge dann eine Fusion-Zauberkarte aus deinem Deck hinzu, außer Wellenbewegungsdiffusion. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, kannst 3 Kopien von Sabathiel, der Stein der Weisen, von deinem Friedhof verbannen und deinen einen Monster auf dem Spielfeld wählen. Es erhält bis zum Ende dieses Spielzugs Angriff in Höhe der Angriffspunkte des Monsters mit den höchsten Angriffspunkten auf dem Spielfeld. Bei Gleichstand bestimmst du 1. Okay, die Karte ist im Anime wesentlich besser. Blitzeinschlag, das ist eine Karte, die werden wir garantiert noch benutzen. Dann Spiegelkraft haben wir auch. Ich glaube, das spielt so ein bisschen darauf aus, wir sollen möglichst defensiv spielen. Ich würde spontan sagen, wir nutzen als allererstes die Macht der Flöte der Kuribo-Beschwörung, um uns einen weiteren geflügelten Kuribo auf die Hand zu holen. Das senkt nämlich die Chancen, dass wir den geflügelten Kuribo im nächsten Zug ziehen. I'm activating my spell card. Ich vermisse Yamis Stimme. Also Atem. Nein, nicht spezial beschwören. Ich will den 2. geflügelten Kuribo aus meinem Deck holen. Ja. So, dann setzen wir natürlich die Spiegelkraft. Ich glaube, die muss ich nicht mehr erklären. Und dann geflügelter Kuribo in Angriffsmodus. Den kleinen DNA-Operation. Aktiviere diese Karte, indem du einen Monstertyp benennst. Alle offenen Monster auf dem Spielfeld werden zu diesem Typ. Wow, er hat aus meinem Feenmonster einen Unterwäldler gemacht. Ihr Schweine! Ja, diesen kleinen Flauscheball, den können wir ja ruhig im Angriffsmodus spielen, denn wenn der im Kampf zerstört wird, erleiden wir keinen Kampfschaden mehr für den Rest dieses Spielzuges. Und wenn er nicht im Kampf zerstört wird, ist es egal, in welchem Modus er liegt. Ich will nicht die Hälfte meiner Lebenspunkte zahlen, um eine Fusionskarte in meine Hand zu holen. Unendliche Finsternis. Diese Karte wird als normales Monster. Ach, das ist ein Zwillings. Ein Gemini-Monster ist das. Gemini-Monster habe ich, glaube ich, noch gar nicht erklärt. Gemini-Monster funktionieren. Also, man kann sie erstmal ganz normal ausspielen und die gelten dann als Nicht-Effekt-Monster. Man kann aber die eigene normale Beschwörung in einem Zug opfern, um dafür ein Gemini-Monster nochmal von einem normalen Monster in ein Effektmonster zu verwandeln. Bei Unendliche Finsternis wäre das, wenn diese Karte angreift, kann die Kampfposition von einem offenen Monster, das der Gegner kontrolliert, geändert werden. Soll ich Mirror? Ich habe keinen Grund, Mirror Force zu aktivieren. Ach so. Okay, ich hatte den geflügelten Kuribo falsch eingesetzt. Ich habe nichts gesagt. Ich bin ein Idiot. Jetzt haben wir hier einen Avian liegen. Der uns tatsächlich genauso wenig bringt wie der Rest. Ja, es bringt uns auch nichts, den Effekt von Sabathiel zu aktivieren und die Hälfte unserer Lebenspunkte zu bezahlen. Weil was bringt uns jetzt eine Fusionskarte, solange wir nichts haben, womit wir fusionieren können. Dieses Duell läuft gerade richtig beschissen für uns, muss ich ja mal sagen.
Spielen wir also den zweiten geflügelten Uribo aus. Was macht die Quantenkatze? Aktiviere diese Karte, indem du einen Monstertyp und eine Eigenschaft benennst. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung als normales Monster mit dem Monstertyp und der Eigenschaft. Finsternis... Seeschlange? Wird doch jetzt sowieso zum Unterwäldler durch den Effekt der DNA-Operation. Oh nein! Geflügelter Kuribo! Oh, er beschwört den Schöpfer. Was? Was passiert da gerade? Das muss ich mir erstmal genau angucken. Ich kann mich nicht erinnern, dass er den... Leck mich am Arsch spielt. Echt, leck mich am Arsch. Was hat er denn hier? Zuflucht der Unterwäldler. Ich schwöre einen Metall-Unterwäldler-Spielmarker als Spezialbeschwörung. Die kann nicht angreifen. Kampfschaden erhält der Gegner. Zahle 1000 Lebenspunkte oder zerstöre diese Karte. Das eine der Karten, die Yugi damals benutzt hat, um Marek zu besiegen. So, was haben wir denn jetzt hier? Der Schöpfer. Kann nicht als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschworen werden. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Monster an deinem Friedhof wählen. Lege eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof und falls du dies tust, beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Gut, dass wir zwei Möglichkeiten haben. Sein Spielfeld gerade mal leer zu fegen. Nämlich mit Blitzeinschlag und auch mit der Spiegelkraft. Wir schauen mal eben im Angriffsmodus und provozieren einen Angriff. Ich will den erstmal meine Spiegelkraft rennen lassen. Hier mit den Blitzeinschlag noch aufheben. Überraschung! Ja, Kabons! Wunderbar. Wunderbar. Jetzt haben wir Burstinitrix und Avian auf dem Feld. Ja, jetzt könnten wir tatsächlich mal fusionieren. Das heißt, ich aktiviere mal Sabathiel. Kostet uns natürlich 3400 Lebenspunkte. Aber dafür können wir jetzt gleich zwei Monster auf das Feld rufen. Denn ich hole jetzt erstmal die normale Fusionszauberkarte in meine Hand. Von meiner Spielfeldseite oder meinem Friedhof. Als allererstes aktivieren wir die Fusion. Rufen natürlich unseren Elementarheld Flammenflügelmann. Indem wir Elementarheld Avian und Elementarheld Burstinitrix kombinieren. Kalong. Als nächstes aktivieren wir die Wunderfusion. Und können jetzt Monster von unserem Friedhof fusionieren und kombinieren Avian und Burstinitrix, die wir gerade auf den Friedhof geschickt haben, um einen weiteren Elementarhelden Flammenflügelmann oder Flame Wingman auf das Spielfeld zu rufen. Wodurch wir im Moment erstmal ein bisschen die Oberhand haben. Und wenn Kagemaru in der nächsten Runde nichts wirklich Gefährliches beschwört, können wir in der nächsten Runde gewinnen. Wir haben auch noch unseren Blitzeinschlag auf der Hand, mit der wir ein offenes Monster, falls Kagemaru jetzt wirklich irgendwas ausspielt, was stärker ist als Flame Wingman, können wir das mit unserer Zauberkarte zerstören, dann kann der andere Flame Wingman trotzdem nochmal angreifen. Aber er hat nichts mehr. Er hat verkackt. Er hat verkackt. Und wir haben gewonnen. Das lief doch gut. Sollen wir heißes Herz noch aktivieren? Das ist eigentlich Overkill, ne? Damit können wir ein offenes Monster um 500 Angriffspunkte stärken.
und es verursacht Trampelschaden. Trampelschaden, ja, ein Begriff aus einem anderen Sammelkartenspiel, Magic, die Zusammenkunft, falls euch das was sagt. Trampelschaden bedeutet im Prinzip, wenn mein Monster mehr Angriffspunkte hat als die Verteidigungspunkte eines gegnerischen Monsters, das sich derzeit im Verteidigungsmodus befindet, wird die Differenz den gegnerischen Lebenspunkten als Schaden zugefügt, ganz so, als würde sich das Monster ganz normal im Angriffsmodus befinden. Das ist Trampelschaden. Das werde ich nicht nochmal erklären. Aber das war eigentlich wieder ein recht chilliges Duell. Wenn man bedenkt, was wir für eine beschissene Starthand hatten, haben wir das doch noch ganz gut gerissen. Finde ich zumindest. Unmöglich! Die heiligen Ungeheuer, die ich während meines Duells nicht ein einziges Mal auf das Spielfeld ausgespielt habe, können nicht besiegt werden! Was zum... Bist du in Ordnung? Ich hab mir eingepisst. Schon wieder? Es ist wahr. Ich bin ein alter Mann. Dün, dün, dün. Schockierende Überraschung, wenn man bedenkt, wie wir ihn am Anfang der Folge kennengelernt haben. Ich wollte einfach das, was jeder alte Mann will. Wieder jung sein. Und möglichst viel Sex haben. Und die Nutzung der Kraft dieser heiligen Ungeheuer war die einzige Art, die ich gefunden habe, um das zu tun. Wie auch immer mir eine Sammelkarte aus einem Sammelkartenspiel für Kinder meine Jugend wiedergeben kann. Es ist halt einfach so. Ich meine, es sind ja nicht mehr die ägyptischen Götterkarten oder sowas, sondern einfach irgendwelche x-beliebigen mächtigen Karten. Ich glaube, es wird tatsächlich nie erklärt, wo diese Karten eigentlich herkommen. Die sind einfach da. Ja. Und die Welt zu übernehmen. Kannst du einer klappigen alten Seele nicht einfach verzeihen? Ich weiß doch in 5 Minuten eh nicht mehr, was ich gemacht habe. Ich denke, ja, aber siehst du es denn nicht, alter Mann? Kraft zu stehlen von etwas oder jemandem ist keine Möglichkeit, sich wieder lebendig zu fühlen. Du musst die Kraft in dir selber finden. Du redest Scheiße. Jawohl. So, neuer Deck-Avatar Kagemaru, und zwar der Junge, nicht der Alte. Ein bisschen schade eigentlich. Neues Deckrezept Kagemaru, die heiligen Ungeheuer. Neues Herausforderungsdeck Kagemaru, der Schlag der Ninja, was auch immer Kagemaru mit Ninja zu tun hat, außer dass Kage halt Schatten bedeutet. Ja, vielleicht ist er heimlich der Hokage oder sowas. Raviel, Herr der Phantome. Uria, Herr der reißenden Flammen. Und der Sumpfspiegler. Nein, das ist nicht das dritte Sacred Beast. Die dritte heilige Bestie ist Harmon. Fragt mich aber nicht, was der für einen Beinamen hat. Das weiß ich echt nicht mehr. Okay, aber wir haben es einmal mehr geschafft. Der Aufstieg der heiligen Ungeheuer ist abgewehrt. Die Dunkelheit ist fürs Erste bezwungen. Und das nächste Mal haben wir dann mit Auszeichnung bestanden. Bis dann.